Dicht an der Mauer und für alle sichtbar, so wie diese Frau, hatte sich die Flüchtlingsgruppe dem Grenzhaus genähert. Als die Fopo vermutlich aus diesem Bunker das Feuer eröffnete, waren die meisten bereits im Stollen. Ein Grenzpolizist, der dem letzten der Flüchtenden nachzulaufen versuchte, wurde an dieser Stelle von den Garben der eigenen Maschinenpistolen erfasst.